Hallo, 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 weiter geht's mit Shakes and Fidget. Willkommen dazu, ich bin der Lars, ich grüße euch ganz herzlich zu weiteren Party hier auf meinem wunderbaren Kanal. Was geht ab, Leute? Sorry, dass heute keine Cam da ist und bei den nächsten zwei Videos denke ich auch nicht, weil ich gleich ein bisschen mehr aufnehme. Aber es ist einfach so unmenschlich heiß. Ich habe Dachgeschosswohnung und ich gehe halt kaputt und jetzt noch die Cam mit Licht und sowas alles. Bei mir ist komplett abgedunkelt bis zum geht nicht mehr. Alle Jalousien runter, dass ich einfach überlebe. Der PC heizt schon bis zum geht nicht mehr auf und dann dachte ich mir, da mache ich nicht noch ein Licht an. Beziehungsweise muss dann Jalousien wieder hoch und dann wird es mega warm. Sorry dafür, also für die nächsten paar Videos ist das Ganze hoffentlich zu entschuldigen, dass wir keine Cam anhaben. Ja, genau. Weil ich muss aufnehmen, Wochenende steht vor der Tür, beziehungsweise ist schon Wochenende. Deswegen nehme ich immer so ein bisschen mehr auf, weil ich am Wochenende meistens bei meiner Freundin bin. Deswegen ist das Ganze so. Wir starten durch. Server 53. Hier bin ich am Start, meine Damen und Herren. Ganz viele Gems hier gesammelt. Das ist ein wunderbares Epic Event. Let's fucking go. Ich brauche ganz viele Epics. Warum? Ich habe es verdient. Ich würde sagen, wir haben schon länger hier nicht mehr geballert. Also das heißt, ich wollte gerade sagen, Alu habe ich immer durchgeknallt, auch meinen ganzen Urlaub. Ich war ja 2 Wochen lang weg und da habe ich dann keine Dungeons gemacht. Aber ich habe jetzt, glaube ich, gefühlt seit 3 Jahrzehnten keine Dungeons mehr gemacht. Beziehungsweise, ich habe die Alu immer gemacht, so war das. Aber ich habe die Dungeons nicht gemacht. Ich verwechsel schon wieder alles. Ich bin einfach nur durch. Es ist das Wetter, entschuldigt bitte. Und ich gehe gleich noch hier 20 Kilometer joggen oder was bei 35 Grad. Ja, läuft bei mir. Egal, so, wir knallen jetzt durch. Und ich würde sagen, wir fangen an mit den wunderbaren Dungeon. Hier schauen wir kurz rein. Ich zock auch ohne Kopfhörer. Ist auch sehr ungewohnt für mich, meine Stimme quasi selber zu hören, aber nicht so intensiv durch mein Mikrofon. Sehr, sehr, sehr komisch auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir starten erstmal in den Wirbelwindsturm, denn ich habe gehört, Wirbelwindsturm ist immer so ein Kollege, der gerne fallen möchte. Der will immer sehr, sehr gerne fallen, deswegen wird er jetzt auch fallen. Let's fucking go. I take this shit. I take it so much. So fucking much. I need... Schaffen wir gar nicht. Aber wir werden gleich beim Epic-Event schon ein bisschen rumblättern, denn Pilze sind am Start kein Ding für den King. YouTube-Money regnet herunter nicht. Aber wir glauben daran. Wir verlieren nicht unsere Motivation. So muss es auf jeden Fall sein. So, ich stelle noch kurz mein Stuhl hier ein bisschen ein. Kann ich hier rumhängen wie so ein richtiger Assi hier auf dem Stuhl. Sieht ja keiner, musste ich mich hier in der Volle beugen oder sowas. Wunderbärchen, so muss es sein. Schön, schön, schön. Es ist so warm. Egal. Ich will mich nicht immer beschweren, weil... das machen ja Deutsche. Immer über das Wetter beschweren. Gibt's hier nicht mehr. So, ich würde sagen, wir werden erstmal kurz jetzt hier. Das schaffen wir nicht. Wo sind wir denn hier gelandet? Was ist denn mit diesen Kollegen hier? Oh ja, ja, vielleicht. Ja, na klar, let's go. Nice. I take it. Oh yeah, da ist er down. 366, ne? Merkt euch das Level, denn wir werden heute einiges in Level machen. So, den Kollegen auch. Der Rosak ist voll. Ich kann spülen, spülen. Der Lars kann noch spülen. Passt mal auf hier. Und zwar... bekommen wir den Staubsauger? Erfüllen wir einen riesengroßen Traum, den wir haben, in diesen Spielen Staubsauger zu bekommen. Natürlich aus dem Klo, den Originalen. Ist es soweit? Es ist nicht soweit. Nein. Not nice. Aber zumindest ist ein Epic. 513, sogar schlechter als meins aktuelles. Ja, läuft. Aber die wunderbaren fingerlosen Handschuhe, die sind schon ziemlich sexy. Aber trotzdem. Ins Klöchen, Puppöchen. Hier ist das für unseren Kriegerleim. Will der das haben? 1001. Oh, ja, 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 ja. Das will er haben. Was haben wir hier drin? 404. Hier natürlich einiges mehr als 404. Die Frage ist natürlich, wollen wir das hier noch benutzen für unsere anderen Items? Ich habe es noch nicht reingeballert hier alles, weil ich ganz einfach... Ja, ja, doch, doch. 582, 531, 531. Ich würde sagen, du bekommst den 531er. Ja, komm. Ich gönne ihn dir, weil du es bist, mein Bro. Du bekommst ihn von mir, Wunderbärchen. So, das ist vielleicht für unseren Begleiter Verbindung gestört. Jedes Mal, ne? Also ich habe das so oft auf den ganzen Servern, ganz besonders, wenn man Nachmittag spielt oder abends teilweise auch. Man fliegt einfach raus. Ich weiß nicht, wieso. Die Server aktuell laufen nicht ganz so fein. Aber ich hoffe, es wird natürlich irgendwie wieder besser werden bald. So, Intelligenz. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich wollte gerade das Wort mit F sagen. Fuck, Entschuldigung. Ja, nehmen wir auf jeden Fall. 513, wunderbar. Dann holen wir hier den 454er Stein wieder raus. Steingewinnung, Dankeschön. Du kommst da rein, mein Junge. Hey, vielleicht muss noch warten sollen. Egal. Sehr gut. So, dann haben wir das schon mal geschafft. Weiter geht's hier. Den als nächstes Kollegen haben wir this one. Oh, ich muss noch eine Waffe verzaubern hier. Natürlich die vom Begleiter, selbstverständlich. Was ist denn los hier schon wieder? Spiel. Warum ist die ganze Zeit die Verbindung gestört? Das nervt.
Ich weiß auch nicht, wieso. Ich will hier zocken, ich will hier durchballern und die ganze Zeit fliegen wir raus. Das gefällt dem Lars nicht so. Das bringt mich die ganze Zeit aus dem Konzept, weil normalerweise ist mein Konzept immer ziemlich gut. So, Waffe verzaubern, Wunderbärchen. Hier noch kurz die Handschuhe verzaubern, die sind ja auch neu und sonst... Oh ja gut, hier, der braucht die Verzauberung nicht. Der ist eh Latte Macchiato, der alte Ego. So, dann geht es weiter und zwar, Gilde blinkt auch, fleißig. Wir geben weiter Gas. So, der nächste Kollege ist quasi dieser hier im 13. Stock. Schaffen wir den auch, Ivi? Ich glaube nicht mal ansatzweise. Nein, nein, der ist nicht so easy wie gerade eben zwei Tries. Nee, den schaffen wir nicht. Alles klärchen. Dann haben wir hier die Madame. Ja, so ein paar Prozente. Wir können auch skillen. Guck mal, wie viel Gold wir haben. Milliarden, Milliarden Gold können wir noch rausballern. So, hier ist Mr. Loki. Loki Bro, ja, so ansatzweise kleben wir so langsam an seinen grünen, ekligen Kack, aber es reicht nicht. Dann haben wir hier die Athen-Dame. Ja, die könnte theoretisch, also die mit einem richtig guten kann die fallen. Mit einem richtig guten Try. Gibst du mir einen guten? Besorgst du es mir richtig gut? Nein, das reicht so nicht. Dann ist mit dem Kollegen hier, der hält ja unmenschlich viel aus. Ui, okay, der ist auch drin hier. Ich würde zumindest ein Level machen, bevor ich mir Epics erblätter, weil die halt einen Ticken wieder besser sind. Aber irgendwie, ne, also ein ganzes Level schaffe ich scheinbar nicht. Wir schauen natürlich noch in den normalen. Überleg mal, wir haben über 2 Wochen lang keine Dungeons gemacht und trotzdem schaffe ich nur einen? Wirklich? Boah, bin ich schlecht. Ich sollte hauptberuflich was anderes spielen. Ohne Witz, ich spiele sie nicht hauptberuflich, aber trotzdem. Ich bin so ein schlechter Mensch. So unglaublich schlechte Scheiße. Richtig schlechte Scheiße. Haben wir den Kollegen hier? Oh, der ist so, na klar, den. Ja, da glaube ich an das Herz, der kann den fallen. Ja, na klaro. Mein junger Freund, da bist du down. Da sage ich, nice. Schiss. So, der nächste ist der alte. Ui. Der Bleiche aber, nicht der Weiße. Ja, der Bleiche kann auch fallen scheinbar. Ich habe immer wieder Bock auf helle Ringe, wenn ich das sehe. Der verdammte Verräter hier. Level up. Na klar. Let's go. 367. Oh mein Gott, richtig geil. Uiuiuiui. Runter ein Epic bekommen. Epic. 513. Die ist schlecht, der. Und der hat jetzt 513 auch bekommen. Ja, deswegen können wir das direkt erstmal zerlegen. Tschüss. Das können wir auch zerlegen. Tschüss. Das können wir so ins Klöchen reinknallen. Wunderbärchen, das auch noch. Weiter geht's. Alter Ego, was brauchst du noch? Ja, alter Ego, kriegst du Stiefel, hast du hier den Gürtel, den kannst du haben, schenke ich dir, ne? Weißt du Bescheid. Kommst du rein, kannst du rausgucken. So, der ist down. Wer ist der Nächste? Der Kollege, ah, der alte Olifant, ne? Den alten Rüssel saugt. Den schaffen wir nicht. Alles klar, dann kommen wir hier nicht weiter, ist okay. Haben zumindest zwar weggelümmelt, haben jetzt noch ein Level-Up bekommen. Dann gehen wir in, wo war ich denn jetzt hier? Ich war im normalen Dungeon, ne? Ja, na klar war ich im normalen Dungeon. Oh mein Gott, ich dachte die ganze Zeit, ich wäre in der Schattenwelt. Hier ist die Schattenwelt. Und die Schattenwelt, da fällt die Madame ja auch. Das rieche ich doch gerade eben an ihrer Axt. An ihrem Morgenstern, den ich ihr woanders hinschiebe. Da will sie gar nicht wissen, wohin. Und zwar ins Auge. Komm, let's go. Komm, Baby. Please. 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 Please sterben. Madame, please. Ich glaube an das Herz der Karten, du kannst fallen. Du willst aber nicht, ne? Ja, man kennt's. So, wen haben wir denn hier? Das hatten wir ja auch nicht geschafft. Genau, dann haben wir hier den Kollegen. Der ist auch nicht drin. Hier haben wir den, ui, der Wolf. Beziehungsweise der Ork. Der Warg. Sogar eine richtige Bezeichnung. Ork auf Warg. Das passt, ja. Gibt's ja gar nicht. Das ist halt nicht copyright-mäßig gespeichert quasi. Durch Herr der Ringe, deswegen passt es. Sehr schön. Ich weiß nicht, wie das Ganze funktioniert mit der Herr der Ringe quasi und allgemein mit den ganzen Sachen. Ich weiß nicht, was ich gerade echt müde bin. Das gefällt mir nicht. So, der fällt nicht. Schade. Was haben wir hier? Die Nixon, no way. Dann haben wir den Hut. Wieder Verbindung gestört. Diese Verbindung. Ja. Die Untoten, die können scheinbar fallen. Ich glaube daran. Anders Herz der Karten, wie schon erwähnt. Die können fallen, aber wollen sie doch nicht, wa? Schade. So, wen haben wir denn noch hier am Start? Den schaffen wir eh nicht. Hatten wir gerade schon abgetestet, beziehungsweise rumgetestet. Abgetestet, genug aus dem abgetestet, Lars. Und hier die Madame schaffen wir, oder doch? Ist doch gerade ein guter Try, ne? Das war ein richtig guter. Nee. Wir haben uns Level geschafft und mehr werden wir eh jetzt nicht hinbekommen. Das heißt, wir können in Waffen bzw. im Zauberladen rumblättern und ein paar neue Epics suchen. Oh, da ist schon eins. Aber Attribute braucht doch kein Mensch. Das ist doch einfach nur Dreck.
Ich brauche eine richtig geile neue Waffe, die wäre ziemlich lümmelhaft, womit wir auf jeden Fall Rasi der Schneide. 2583, so mega schlecht. Die Spanne ist ganz sexy, aber der Rest ist für meinen kleinen Popo. Popo dran saugen, mein Junge. Alle Attribute? Nein. Was brauchen der alte Ego noch? Wir könnten theoretisch alter Ego noch voll equippen. Okay, Handschuhe. Theoretisch nur. Handschuhe. Blöd. Habe ich Handschuhe? Brauche ich Handschuhe? Auch kein Upgrade. Gürtel der souveränen Überlegenheit. Da ist mein Legendary noch besser. Da sieht man auf den höheren Levelbereich. Sind halt einfach Legendary so mega krank. Die halten so lange. Gürtel. 517. Ja, das lohnt sich immer noch nicht, mein Junge. Das lohnt sich nicht, blöd. Handschuhe. Die kann ich jetzt einfach nehmen. Just for fun. Einfach nur hier für den Kollegen. Falscher Platz. Wie falscher Platz? Hier. Oh. Ich habe, das ist natürlich auch Handschuhe, nicht ein Ring. Ja, der Lars ist wieder, der Lars ist ziemlich klug, ne? Der ist richtig klug, der Lars. Ist ein richtig kluger. Schon wieder eine Brust brauche ich nicht. Heieieiei. Jetzt gib mir doch was Vernünftiges hier. Oh, der Wischmob und Stiefel. Stiefel 514, schlecht. Der Wischmob mit einer richtig geilen Spanne nach rechts raus. Oh. Ah, ich weiß nicht. 2761 zu 2793. Die Spanne, wie gesagt, ist minimal schlechter. Der Durchschnitt ist minimal besser. Ich glaube, das ist so ein Upgrade, was sich halt einfach auch wieder nicht lohnt. 11% Feuerschaden. Das können wir den Kollegen geben. Ich glaube, das lohnt sich. Ja, das würde sich lohnen, definitiv. Was hat er hier drin für einen 561? Oh, ein sehr schöner Stein. Das heißt, hier mal kurz die Steingewinnung. Wenn den da wieder reinlümmeln. Das heißt, der hat jetzt 3,5 Mille Schaden und wir sind hier bei, ja, kannst du eh nicht vergleichen. Aber ich glaube, für den Kollegen ist es ganz sexy, aber für uns würde es nicht reichen. Vielleicht finden wir eine andere Waffe. Ich meine, wir kriegen gerade ganz viele Waffen, die noch ein bisschen better ist, wo wir noch ein bisschen besser mitarbeiten können. Das wäre schon ziemlich sexy. Brauche ich nicht. Alle Attribute können wir in die Tonne rotzen. Warum gibt es nicht so ein Item ab Stufe, keine Ahnung, 367, wo man dann keine aller Attribute-Epics mehr bekommt? Nur noch 3er-Stats. Das würde mir sehr weiterhelfen. Sollte man einführen. Spätestens ab Stufe 400. Oh, 2248. Diese Spanne, ne? Die ist so ultimativ bad. Ja. Wie viele Waffen wir schon gezogen haben? Hier ist der Hut 517. Der ist um einen Punkt besser. Aber da sieht man wieder, leider, die Rüstung ist für ein Popo. Klar ist sie nicht ganz so wenig beim Mage, aber trotzdem sollten wir minimal darauf achten. Ein Stat mehr quasi, Hauptattribut ist auch nicht wichtig, deswegen nehme ich das nicht hier und tausche es nicht aus. Das hat sich nicht gelohnt. Also ich glaube, das Epic-Event ist, boah, es ist ganz lustig, es ist ganz cool, aber brauche ich noch nicht unbedingt auf W53. Da sind die Legendaries noch ziemlich mächtig. Ja, wieder diese Puppen, ne? Oh, ein Herzchen schon. Aber wie viel Epic-Waffen wir bekommen, ne? Komm, jetzt gib mir eine richtig geile Spanne. Gib mir eine 3000er-Spanne einfach nur. 2-1. Was ist das denn schon wieder? 2100 ist so unglaublich. Not nice. Gefällt mir nicht. So Herzchen verschießen finde ich immer ziemlich cool. Ich als sexy Dude, aber das 517 auch nicht. Das 25 viel besser als eine Handschuhe. 516. Sind geile Handschuhe, lohnt sich aber auch noch nicht. Hier die Brust, natürlich alle Attribute, braucht eh kein Mensch. Heieieiei. Ui, schon wieder ein Stand. Wie viele Waffen wir bekommen, ne? 2,7. Aber 2,7, 17, das heißt wieder schlechter. Und das war, glaube ich, alle Attribute, nicht 3 Stats. Aber trotzdem, ich würde auch alle Attribute nehmen, wenn einfach die Spanne nach rechts raus mega mächtig ist. Aber so bringt's nichts. Ich glaube, wir haben schon eine richtig gute Waffe. Deswegen wird es schwer, die auszutauschen. Ich denke doch mal. Wir suchen weiter. Und finden nichts. Sie gehen kurz zum Zauberladen, um ein bisschen Abwechslung reinzubekommen in das wunderbare Spiel. Oh, hier 514. Ja, lohnt sich auch nicht. Das lohnt sich auch nicht. Mann, Mann, Mann. Klick, klick, klick. Oh, 429. Guck mal, ein Epic ohne Pilze. Kaufe ich einfach nur fürs Glöchchen, Popöchen. Obwohl braucht nicht der Kollege das noch? Na klar. Ich gönne es dir, mein Junge. Ich gönn's dir. Ich könnte auch schon nach Lebenstränke hier, beziehungsweise Geflügeltränke ohne Pilze, aber scheißegal, mal alles nur einmal im Jahr und wir haben eh für 111 Tage. Von daher, scheißegal.
Hier kurz noch gegönnt. Und weiter gönnen. Wir hauen alles raus. 517. Auch wieder für keine PLC. Und ich habe gehört, der Kollege braucht das auch noch hier. Ja, Wunderbärchen. So kann es weitergehen. Schön die Epics. 517. Ein Upgrade. Was? Nice. Das gibt's ja gar nicht. Der Lars gönnt sich ein Upgrade. 517. 500. Oh, der Stein ist mächtig. 89. 89, 82. Kriegst du einen 82er hier rein? Und, oh, was haben wir hier? Ein tolles 516. Ist wieder schlechter, leider. Das heißt, eine richtig geile Waffe wäre auch ein mega geiles Upgrade hier für quasi den Stein mit 589 zu 518. Aber wie schon erwähnt, ist schwierig und wird schwierig, eine vernünftige Waffe zu finden, einfach. Weil wir schon eine richtig gute haben von der Spanne her. Und ein Stat mehr von den Attributen lohnt sich halt einfach nicht. Das ist einfach Fakt. So, was haben wir hier noch? Den alten Rotz. Also an sich könnte ich jetzt schon wieder weggehen hier, weil 523 werden wir nicht finden. Den auch nicht. Ja, wir können schon wieder raus hier. Also Zauberladen war es dann wohl. Waffenladen mal kurz rüberblättern. Also was wir theoretisch tauschen könnten. Zwei Epics läuft bei mir. Die Handschuhe werde ich nicht finden. Also ich werde die Stiefel nicht finden. Ich werde Handschuhe nicht finden. Ich könnte... Ja, ich brauche eine neue Brust, die ist drin auf jeden Fall, die Brust ist schlecht. Und ich kann theoretisch auch einen neuen Hut finden. Und eine neue Waffe. 5,16, nein. 5,19, nein. 5,19, jetzt ist schon 5,19 drin. Das heißt, eine Brust wäre schon ziemlich geil. Und wie gesagt, eine richtig geile Waffe mit einer richtig geilen Spanne nach rechts raus. Die würde mir auch sehr gut zusagen. Aber ob wir das finden, ist eine andere Sache. Hier schon wieder, oh, 5,18, ja. Das ist ein gutes Upgrade. Das gefällt dem Last. Let's go. Attacks, shit. Was haben wir drin? 5,20. Bekommst du 5,80. Das tausche ich aus. Mit Magi Line. Auf jeden Fall. Das hier fürs Klöchenpopöchen. So muss es sein. Let's fucking go. Weiter geht's. Weiter, weiter, weiter. Komm, gib mir eine richtig geile Waffe hier. Da ist wieder eine. Wie viele Waffen wir bekommen? Aber die Spanne. Gib mir eine 3 fucking Tausender Spanne. 2,7,7,30. Blitzschaden 11%. Blitzschaden 12%. Nein. Nein. Vielleicht wäre sie minimal besser. Ich weiß es nicht, aber nein. Wie viele Waffen? 2,6. Nein. Leute, wir haben das Waffenlack des Todes, deswegen müssen wir es ausnutzen und eine richtig geile Waffe finden. Die Frage ist vielleicht das sogar das Höchste, was ich finden kann oder mit das Höchste auf dem Levelbereich? Ich habe keine Ahnung. Gibt es da eine Hochrechnung? Ab diesem Levelsatz muss ich mal einer bestimmten Zahl wie mal Pi durch Quadratwurzel der, keine Ahnung, Erdumlaufbahn durch 2. Jetzt kann ich nicht mehr blättern hier. Was ist jetzt hier los? Server kaputt? Bin ich tot oder was? Verbindung wieder gestört. Oh Gottchen, Spiel. Geh doch kaputt. Geh einfach weg. Lass mich in Ruhe mit dem ganzen Quatsch hier. Du bekommst das ein Upgrade. So, ich will weitermachen hier. Verbindung gestört. Sag, ich will Pilze ausgeben. Da interessiert mich die Verbindung nicht. Alice muss raus. Hat keine Miete bezahlt. Handschuhe, man kennt's, brauchen wir nicht. Alle Attribute ist für die Tonne. Eine Waffe mit einer Spanne. Ah, ist wieder eine. 2,8. 2,8. 2 fucking 8. Das ist ein Upgrade. YOLO. Eisschaden 12%. Let's go. Das ist ein Upgrade. 2,793. Leute, das ist ein Upgrade. 2,8. Wird sie gegönnt. Bam, Junge. Ich schieß Kumme. Der was? Bezweifler, Bezauberer. Du glaubst also nicht an Magie? Ja. Wir haben mit der Waffe, wir checken kurz die Lage. Sind wir auf 6,1. Unten 6,1 Schaden, jetzt sind wir bei 5,7. Mega mächtiger Sockel rein. 6,2. Ja, ein kleines, feines Upgrade für den Lasi. Und der Lasi, der gönnt sich gerne Upgradies. Warum? Hat er verdient. Ist ein großer. Kommt hier rein. 5,61 ist auch ein guter. Ein guter. Ist ein richtig guter Stein. Brauche ich eigentlich 5,61er, oder? Schauen kurz die Lage. 5,1. Ja, ja, natürlich brauche ich den. Steingewinnung. So, 61er. Was haben wir hier? 17, 11, 11, 11, 11, 11, 13, 20, 11. Das heißt, 11 ist am schlechtesten. Also wenn wir 11 austauschen hiermit, let's go. Upgrades kommen. Die Schwattensteine können, glaube ich, alle weggelümmelt werden, oder? Was
haben wir hier 370, haben wir 15. Ja, ich finde die Schwatten irgendwie alle scheiße. Ich weiß gar nicht, schreibt es in die Kommentare, benutzt ihr die mehr? Sind die sinnvoll? Haben wir noch irgendwie Ausdauer, die austauschen können? Auf jeden Fall, hier haben wir 606, 612, 614. Hast du mal den da reingelümmelt? Was haben die noch hier am Start? Die haben noch ein bisschen Ausdauer hier. 524, bekommst du 612. Ausdauer, der hat gar nichts da oben. Hat ja nichts drin. Was ist denn los mit? Ihr habt die Lachsoffen oder was hier? Rein damit, sehr geiles Ding. Okay, hier ist Intelligenz mit 400. Das ist natürlich schlecht, 477 Intelligenz. Da bekommst du mal den jetzt hier. Bam, Junge. Was haben wir hier Feines? Ja, der wird ausgetauscht auf jeden Fall mit dem hier. 570, hui, der ist schlecht. Obwohl 371, bekommst du 397. Was hat der? 500, 500, 500. Das ist auch noch alles im Rahmen des Machbaren. Der ist Latte Macchiato und das war's dann, ne? Genau. Das heißt, das ist fürs Klöchen, das ist fürs Klöchen. Das ist fürs Klöchen, das ist fürs Klöchen und das ist auch fürs Klöchen. Das heißt, ganz viele Sachen fürs Klöchen, Pupüchen. Den hau ich weg. Ein bisschen wieder Platz im Inventar. Wunderbar. So muss es sein. Let's fucking go. So, das heißt, ein bisschen geblättert. Jetzt noch ein bisschen hier skillen. Na klar, der muss hier beziehungsweise verzaubern. So, und der Rest wird einfach jetzt geskillt. Wir können so viel reinskillen, Leute. Das Gold, es spritzt aus allen Adern. Aber sowas von mega mächtig raus. Oh, guckt euch an. Guckt euch an, wie viel den da skillen kann. Das ist doch krank, oder? Richtig krank. Oh, ist das krank. Der Rest geht in Ausdauer. Wie krank ist das denn bitte? Das ist die ultimative Skill-Party. Oh yeah, oh yeah. Nice. Aber sowas, dann gibt gleich ein Doppel. Nice. Ein Dreifach. Nice. Ein Vierfach. Nice. Oh yeah. Ein bisschen Ausdauer, scheißegal, eigentlich habe ich ja eh immer voll. Aber trotzdem reinlümmeln den alten Lachs, damit die Scheiße nicht mehr da ist. Wirtschaft muss angekurbelt werden, ihr wisst Bescheid. So, jetzt machen wir hier kurz weiter. Kurz am Rad drehen, ne? Ihr kennt's von mir, ich drehe gerne am Rad. Ich bin ein geisteskranker Typ, deswegen drehe ich gerne am Rad. Das Rad ist wunderbar. So, haben ein paar Sachen hier bekommen zum Zerlümmeln, na klar. Zerlegen, wunderbar. Dann können wir noch das Gildenportal betreten. Machen wir auch. Ui, siehst du, sehr schön. Das noch kurz betreten. Dann sind wir, oh, Manager hier, der können wir uns kaufen, na klar, let's go. Kurz reinskillen in alten Lachs, dann müssen wir eh opfern. Ich habe schon länger nicht mehr geopfert, deswegen muss ich opfern. Opfern, aber sowas von. Alles weg. Tschüss. Sehr schön. Ui, Sammler 1, Septrillion im Arena-Match. Ja, let's go, easy go. Angriffe kurz mal, man kennt's, ne? Der Lars gewinnt eh jeden Angriff, warum? Weil er mega mächtig ist. Ist einfach der krasseste Dude ever. Hier fehlt eigentlich nur noch, dass sie den Helivator Platz 1 machen. Ich will nur einen Goldrahmen gönne. Und Platz 1 bin auf dem Server. Guck doch mal an, wie geil ich schieße jetzt hier mit dem Ding. Ich schieße mit irgendwelchen fucking Blitzen. Und verliere trotzdem, weil er einfach mega lackert, der Typ. Aber ich habe Blitze. Ich schieße eine Gewitterwolke. Da kann man nur gegen verlieren, gegen eine Gewitterwolke. Siehst du? Gewitterwolke. Gewitterwolke. Like a fucking thunder. Oh yeah. Oh, der hat mich weggelümmelt mit einem Angriff. Beziehungsweise durchgängig seine Berserker-Scheiße. So, kurz den drücken, den drücken. So kauft man sich. So wisst ihr Bescheid, ne? So haben wir auch geschafft. Wunderbärchen. Dann sind wir hier natürlich noch, wo wir noch Helden anlocken müssen. Altbekanntes Spiel hier von dem Lars. Macht er gerne, denn die Helden, die kommen alle. Die kommen an und sterben elendig. Falls ich natürlich am Ausbauen hier. Hier bin ich auch voll. Genau, kann nichts machen. Dauert noch 2 Tage. Ich könnte theoretisch überspringen, wenn ich möchte. Komm. Mal ist noch mehr, deswegen Ritterhalle. Ausbauen. Oh yeah. Ich kann direkt wieder upgraden, oder? Ne, ich brauche 30. Also ein bisschen Stein brauche ich. Moment. Reicht nicht ganz. Es reicht nicht ganz? Kann ich nicht mehr upgraden. Das heißt noch minimal etwas mehr. Warte mal. Ich habe doch... Ich habe da so ein geheimes Lager. Genter? Hat er. Sehr schön abgeholt. Und das andere abzugraden lohnt sich halt gar nicht. Kaserne und den anderen Scheiß. Was ich immer sinnvoller finde, ist das Arbeitsquartier und dann direkt wieder weiter. So machen lange Sachen, aber ist ja eh fertig. Also... Wie hoch geht die Festung eigentlich? Gibt es eine Begrenzung? Dauert Hauptsache schon wieder 14 Tage. Bäm, 14 Tage. Aber ich habe wieder Ressourcen frei. Nach so unglaublich langer Zeit kann ich wieder Ressourcen sammeln. Das heißt, geheime Lager machen wir leer. Komplett. Damit ich sie wieder füllen kann. Krank. Ich habe Ressourcen. Ja gut, in der Zwischenzeit wird bestimmt wieder irgendwie ein Event sein. Und in der Zeit fühlt sich wieder alles tausendfach. Ihr wisst Bescheid. Aber Ritterhalle abgegradet.
Ich bin jetzt Ritterhalle 17, wo ich hänge. Fast schon ein bisschen daher, ne? Da ist schon jemand Stufe 20. Also der Lars ist, so Nachholbedarf, ne? Aber so vom Level her, von der Gilde bin ich auch ganz gut dabei, ne? Aber hier ist Darkbane, unser Leader ist nur erst 17. Warum? Mr. Darkbane, schreiben Sie bitte rein. Was ist da los? Sehr schön. So, als nächstes werden wir kurz ein bisschen rumwürfeln. Habe die Chance auf Epics, deswegen bekommen wir gleich hier noch ein mega mächtiges Epic. Also ich empfehle, wenn ihr das Epic gewinnt, beim Würfeln würde ich immer die Epics nehmen, auch wenn so ein Sack ist hier. Da habt ihr ja Glück, weil Epics sind einfach mega geil, ne? Hier, scheiß auf Stein, Epic. Scheiß auf alles, Epic. Aber Vorführ weg, sagt, da können wir Holz. Kriegen wir auch nicht. Ein Epic. Wieder nix. Gar kein Epic, dann nehmen wir das. Bekommen wir auch nicht, dankeschön. Ja, wir haben voll viel Glück. Ja, wieder kein Epic. Nicht einmal ein Epic? Ist doch alles scheiße hier. So. Dann sind wir im Dämonenportal. Ui, prozentual Damage. Dann geht's zu den Pets. Hier kann ich füttern, bis nun geht nicht mehr. Also ich bin fleißig dabei, quasi das stärkste Pet auf Stufe 200 zu bringen. Aber ich skill halt immer alles weg. Beziehungsweise ich hau mal alles weg hier, bis nun geht nicht mehr. Das ist halt einfach, ne? Immer schon geskillt wird. Also an sich bringt's ja nicht mehr ganz so viel. Ja gut, gildentechnisch ein bisschen mehr. Aber an sich hau ich einfach weg und dann ist das Ding halt geknuspert, ne? Einfach wegknuspern und fertig. Weil ich kann ansonsten eh nichts mehr machen. Ich habe hier unten rechts alle Gegner quasi besiegt. Hau ich da nochmal hoch und fertig ist das. Sehe ich nochmal kurz wieder ein bisschen Skill. Wenn man geopfert hat, muss man die ganze Zeit skillen. Alter, guck mal, wie schnell das hier geht, ne? Richtig geil. Klicke-Manager. Und ich bin einer, der, wie gesagt, das am meisten mit Hass an diesem Spiel oder nicht so gerne macht. Dieses Click-Point-Ding hier. Aber trotzdem, es geht ganz schön fix. So, dreimal Hütenspieler. Nein, mache ich nicht. Jo, würde sagen, skillen wir noch eine Runde. Okay, Mensch, hier ein bisschen rein. Scheißegal, sind eh auch 50%. Das heißt, wir gehen dann nochmal in den Dungeon. Ich bin gespannt mit der neuen Waffe. Mit ein paar minimalen Upgrades, ob wir irgendwas reißen. Wir werden es sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir fangen mal an hier. Aber ja. Das ist gerade auf 50% gelümmelt, ne? Also. Wir machen ihn schon unter 50%. Und das ist schon mal gut. Da sind ein paar gute Tries dabei. Klar wird er jetzt nicht fallen, aber gefällt mir. Boah, er one-shot uns teilweise. Also, habe ich mehr als drei Hits eigentlich drin? Oder sind mehr als drei Hits drin? Oder killt er mich immer mit zwei? Sollte mal nicht kritten. Ja gut. Die Frage, also ich halte eh keine 3 aus, denke ich mal. Und ich kann ihn, glaube ich, eh nicht killen mit 3. Das heißt, ich kann ihn gar nicht besiegen, weil ich entweder zu wenig Ausdauer habe oder zu wenig Schaden. Ich kann ihn gar nicht besiegen, auch wenn ich nur kritte. Alles Lächeln. So, schauen wir kurz um hier die Lage, ob sie jetzt vielleicht drin ist mit der neuen Waffe. Ich meine, wir schießen ja jetzt hier Gewitterwolken. Blitz, 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 Blitz. Ne, ist hier auch nicht. Die Mardami ist auch nicht drin. Mr. Loki vielleicht. Rede ich zumindest unter 50%, das würde mir schon mal zusagen. Ne, auch kein Bock. Die waren eigentlich ganz knapp. Die könnten von der Theorie, wenn wir nur kritten, vielleicht fallen. Die können fallen doch. Die sind drin, ich glaub dran. Ich glaub dran. Ich geb alles, was ich habe, also nicht so viel. Zumindest haben wir ein Level gemacht, was ich schon mal sehr gut finde. Ui, ja, guck mal hier. Da ist der Try. Da ist er. Da ist er und da ist er da auch. Nice. Und eine Epic-Waffe. Oh mein Gott, ist die gut? Oh, die Spanne. Kriege ich ja einen Brechreiz. Ich kann nicht so viel essen, wie ich gerade kotzen will. Oh Gott, die ist natürlich nicht so geil. Alles Lächeln, dann kommt als nächstes, den hatten wir auch schon probiert. Wen haben wir als nächstes hier? Ups, falsch, sorry. Einmal zurück. Jetzt kommt die Madame, die Bella. Was kann die Bella? Die Bella kann schon mal sterben. Die Bella kann sterben. Und wieder eine Epic-Waffe. Oh mein Gott. Nice. Spanne. Drück dir die Daumen. Drück dir die Daumen. Boah. Boah. Huh. Weißt du, da kriegst du Waffen ins Gesicht gespritzt von allen Seiten und dann kriegst du so eine Spanne. Ei. Spiel Y. Aber Stufe 366 ist auch vielleicht noch drin, ne?
Kennt ihr das, wer zu viel Englisch gesprochen hat, auch Zahlen, vielleicht schon wieder Verbindung gestört, dass ihr dann einfach 3, 6, 7 vorlesen wollt, einfach auch im Deutschen? Weil Englisch liest man das ja auch so, es ist verwirrend. 368 wäre es dann natürlich. So, ja, nochmal tryen. Nochmal tryen. Wer kommt jetzt? Weiß nicht, wer das ist, aber der hat 24.000 Intelligenz, also an sich etwas mehr als wir. Aber der, also teilweise machen wir auch schon unter 50% bei dem Kollegen, ne? Aber wenn wir alles kriegen, glaube ich, fällt er trotzdem nicht. Wir schauen mal kurz, wie viel Schaden er macht. Ja, schon viel, ne? Aber wir halten 3-4 Hits aus. Also theoretisch würde der fallen, oder er kann fallen, wenn wir alles kriegen, glaube ich. Wir müssen anfangen, wir müssen alles kriegen. Er darf gar nicht kriegen, dann kann er vielleicht fallen. Aber nur vielleicht. Ja, da ist er tot. Nice. Was ist das schon? Ach, der Rüdiger. Rüdiger, du alte Wurst. Du Rüdi. 429. Ist besser als das. Wow. Natürlich besser. 429. 45. Was habe ich denn für einen schlechten Scheiß hier an? Verdammte Axt. 593. Ja, den stellen wir wieder raus hier. Kommt direkt da rein. Und weiter geht's. Zauberland, Verzauberung hier. Auch noch drauf lümmeln, den alten Lachs hier. Wo gibt's ja gar nicht hier in dem Bereich. Wunderbar, schön. Ja, das Level müssen natürlich noch einen dann Gegner besiegen. Dann könnten wir noch ein Level aufsteigen. Der nächste, die nächste ist die Schlange. Die böse Klammer. Ja, die ist nicht drin. Nein, nein, die wird nicht fallen. So, da haben wir den Kollegen. Der kann, glaube ich, auch nicht fallen. Wir schauen mal kurz. Oder doch? Teilweise unter 50%. Das ist immer so eine Wundertüte, ne? Wenn du dann richtig mega mächtig hinten rauskrittest mit dem Mage, aber die ultimativen krassen Krits so schön bam ins Gesicht, voll aus dem Bild getreten, dann können die fallen. Ja, siehst du hier, da sind sie doch. Das sind die Tries, die wir brauchen. Die brauchen wir 3-4 Mal. Dann kann er fallen. Dann kann er. Dann kann er fallen. Komm, gib mir noch ein Level. 368, let's go, komm. Baby, please. Ich glaube, eher könnte der noch fallen als der andere. Checken kurz hier die Lage, wie das so drin ist. Ja, oder doch nicht. Scheinbar doch nicht. Oh, oder doch, oder doch, oder doch, oder doch. Baby, please. Please. Ich will es. Ich will es endlich. Ich will, dass du stirbst. Schade. Ich gebe alles und du stirbst einfach nicht. Du kannst doch jeder nicht verbrennen und einfach nur voller Schmerz untergehen. Schauen wir mal kurz hier, was geht hier ab? Also den... Oh! Uiuiuiui! Also Moto, sorry. Ich wollte sagen, sorry, Bro, oder, ne? Bro and Vibrate, do you know what I mean? Das war natürlich krass hier gerade. Das war ein harter. Da haben wir gerade eben mit deinem Leben gespielt. Also es war sehr, sehr knapp. Der kann auch fallen. Also sie kann fallen. Oh, komm, komm, Baby, 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 Baby. Ich vergewaltige meine Enter-Taste. Warum? Weil ich ganz viel Tries mache. Einfach nur, um die kaputt zu machen. Verrecke, sterbe. Geh kaputt. Ich will dich aufessen. Ich will einfach dein Auge nehmen und es dir irgendwo reinschieben, wo es richtig geil wehtut. Oh, komm, Baby. Baby, Baby. Ich saug auch dran. Ja, doch nicht. Okay, geh weg. Alles klar, das schaffen wir eh nicht. Ich glaube, sonst kommen wir hier eh nicht weiter. Was eigentlich hier? Da kommen wir da. Oh, Junge. Junge. Mr. Zagrebel. Mr. Zagrebel, du kannst fallen. Lol. YOLO. You only live fucking. Wer ist denn das überhaupt? Keine Ahnung. Ein Avatar und ich. Der wird trotzdem fallen. Der wird fallen. Der wird aber ungespielt und dann wird ungeweggelümmelt, der alte Lachs. Und zwar richtig rein. Weil Lachs ist geil. Isst er nämlich nicht, habe ich gehört. Das ist ein Veganer. Aber das ist ja Vegetarier, oder? Keine Ahnung. Ich glaube sogar vegan. Nicht nur Vegetarier. Ich als Hobby-Vegetarier sehe es ja genauso. Komm, let's go, let's go, let's go. Baby, 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 der ist drin. Will er, wenn er jetzt nicht fällt, dann fällt er bald. Aber es wäre schön. Ich will das eine Level eigentlich noch haben. Weil irgendwie ist der Progress nicht so ganz so geil. Also wir haben Epic Event. Wir haben 2 Wochen fast keine Dungeons gemacht. Und dann schaffen wir nur ein halb Level hier. Oder? Ja gut, fast 2, sagen wir mal, ne? Aber... Das gefällt mir nicht. Klar, das Epic-Event hat nicht ganz so viel gebracht. Das ergibt Sinn, weil wir halt schon so hoch im Level sind. Und umso höher im Level, umso weniger bringen die Epic-Event was. Ich überlege halt gerade nur... Oh, da ist es wieder. Da ist es halt wieder. Vor 2 Wochen war ja schon ein Epic-Event. Also quasi... War es vor 2? Ich glaube, es war vor 2 Wochen. In meinem Urlaub. Bei der 2. Urlaubswoche von mir. Da war schon ein Epic-Event. Ich weiß nicht, ob ich da geblättert habe oder nicht. Ich glaube nämlich... Oder doch, habe ich vielleicht doch geblättert. Das kann ich dran erinnern. Ich glaube, die Brust war neu.
Silberbaum. Oh, es reicht aber nicht fürs Level, oder? Ach, schade, trotzdem richtig geil. Nice. Dämonenschädelgürtel. Die Dämonen werden einen großen Bogen um dich machen. Ja, richtig geile Scheiße. Aber das reicht nicht. Fünf. Weiß gar nicht, für mich. Ist hier. Wen ist denn das hier? Das Geschick ist das. Ja, dann ist es ein Upgrade. Aber sowas von. Steingewinnung, jawohl. Den da rein lümmeln. Sehr wunderbärchen. Dann kurz hier drauf. Und das passt. Sehr schön. Sehr fein und sehr nice. Aber das Level ist mir noch nicht erreicht. Was, wir kommen als nächstes hier. Golden. Ja, das ist. Das sieht scheinbar nach einem bärtigen Dude aus. Wer ist denn das schon wieder? Ich kenne dich auch nicht. Ist das ein Deutscher? Ich glaube nicht. Werde ich mal später googeln. Googeln. Ich sehe, die Deutschen kommen am Ende. Ich meine, da sieht man so ein paar Deutsche auf dem Bildchen, ne? Also ungesicht zumindest in der Mitte. Ne. Reicht auch nicht. Schade. Zumindest kratzen wir an dem nächsten Level und haben so ein bisschen was geschafft. Das macht mich auf jeden Fall ganz stolz. Trotzdem dachte ich, der Progress wäre etwas besser. Wenn es trotzdem gefallen hat, lasst ein Like da auf jeden Fall. Bleibt gesund, ihr seid noch auf dem Super Nasser Boys. Genießt die Sonne, schaut dieses Video draußen mit dem Handy und trinkt dabei Cocktails, liegt im Pool und keine Ahnung, lasst euch verwöhnen. Bis dann, Dankeschön, reingehauen und tschüssi.